Phil Laude. Ach, ich lasse einfach mein Geld für mich arbeiten. Aber Geld kann auch gar nicht arbeiten. Wieso wird meins dann immer mehr? Ja, vielleicht auf Kosten anderer. Super negatives Mindset, Alter. Leute, Erfolg ist super simpel, ja? Buy high, sell low. Hä? Hä? Das macht doch gar keinen Sinn. Nee, macht keinen Sinn. Andersrum. Yo, kann ich die Fungi auch mit Bitcoin bezahlen? Krypto? Ethereum, Dogecoin? Nee. Ja, dann viel Spaß in der Steinzeit, ne? Super negatives Mindset, Alter. Wie Krypto funktioniert? Okay, es ist eigentlich super simpel. Irgendwas mit Blockchain? Du hast keine Ahnung, oder? Das Allerwichtigste ist, wenn der Kurs fällt, kein Panic Sale machen. Ja? Der klettert immer wieder hoch. Also hier zum Beispiel, oh, kurz vor Knockout. Verkaufen. Verkaufen. Das ist ganz schön laut hier, ja? Ja, genau. Hört ihr das? Das ist ein Mensch, der aktiv arbeitet, ja? Er bohrt Löcher. Und um so viel zu verdienen, wie ich am Tag verdiene, muss er circa 17.000 Löcher bohren. Wollt ihr das? Oder wollt ihr lieber wie ich, ja, passives Einkommen verdienen und dabei sehr leise sein? Geht's noch ein bisschen leiser? Wollt ihr es so beim Arbeiten anhören? Das klingt doch schon nach Schmerzen. Lasst lieber euer Geld für euch arbeiten, Leute. Also bei GameStop bin ich bei 400 eingestiegen. Ich glaube aber, es klettert nochmal auf das Fünffache. Aber momentan ist es ja bei 50, ne? Ja, man muss auch Geld investieren, um Geld zu... Super negatives Mindset, Alter. Alter, 2021, Leute haben noch Cash. Steinzeit oder was? Soll ich morgen mit einer Gold-Dukate bezahlen oder was? Hey Sandro, für deinen Kamerajob kriegst du jetzt 1 Gold von mir. Ja, nehme ich. Kriegst du nicht. Wie lange ich investiere? Ach, ewig, Alter. Ich bin so im Krypto-Game, Alter. Ich sehe nur noch Krypto überall, also ich, seit ich denken kann, ja. Locker seit Januar. Warte mal, seit 2 Monaten erst? Seit 2 Monaten, ja. Aber so tief drin, Alter. Hier auf meiner Trading-Plattform bin ich jetzt sogar Platinum Gold Level Trader. Und wie viele Bitcoins hast du? Zu viele. Also würdest du für 25.000 Likes deinem Kameramann Bitcoins übertragen? Nee, Mann. Für 50.000. Ja. 50.000 Likes auf das Video, kriegst meine Bitcoins. Ja, Leute, dann liked auf jeden Fall mal das Video. Deal. Deal. Wenn Elon Musk sagt kaufen, dann kaufe ich. Und wenn er sagt verkaufen? Dann verkaufe ich. Und wenn er sagt, tacke dir die Arschbacken zusammen? Dann, wenn Elon es sagt. Ja. Ja gut, es ist Elon, also. Also würdest du das machen? Oh, hör auf zu bohren, fang an zu traden, Geld verdienen, ohne arbeiten, passives Einkommen, jeden Tag von zu Hause, sofort. Wann haben Werbungen bitte jemals gelogen? Immer. Super negatives Mindset, Alter. Super fucking negatives Loser-Mindset. So machst du keine Mille, so verlierst du dein Geld mit dem Panic Sale. Fuck, schon wieder gesunken. Verkaufen. Was Google-Aktien? Amazon? Ey, es ist 2021, da investiere ich doch nicht in Old Economy. Ja, da investiere ich in hier GameStop oder Nokia oder BlackBerry. Was ist ein BlackBerry? Die Firmen der Zukunft. Hintergrund im Trading? Ja klar, ich habe alle Reddits dazu gelesen. Ey, ganz ehrlich, wer würde irgendwie so Wall Street Bankern trauen, wenn du hier so Foren hast, wo anonym Leute das alles viel besser wissen? Reddit. Ja klar, 70% verlieren ihr Geld bei Trading-Plattformen. Aber jetzt kommt der Trick. Gehöre zu den 30%, die gewinnen. Super einfach, simpel, Mindset. Also ich erkläre es dir nochmal. Schritt 1, kaufen. Schritt 2, Schritt 3, Profit. Was ist jetzt Schritt 2? Schritt 3, Profit. Sparplan, ja klar, alles in Bitcoin. Jeder Cent, den du nicht in Bitcoin anlegst, verliert an Wert, ja, durch die Inflation. Und wenn Bitcoin... an Wert verlieren? Egal, Trading, YOLO. You only live once. No risk, no fun.
Ey, verlasst euch niemals nur auf eine Risikoanlage, das ist viel zu gefährlich. Ja, deswegen habe ich hier neben Bitcoin habe ich auch Ethereum, Dogecoin habe ich, Ripple, Dash, Litecoin, Monero, sogar Neo habe ich, ja. Diversifiziertes Portfolio, super wichtig, Mindset. Also ich habe jetzt hier einen Short auf Gold mit einem Hebel von 200, das heißt, wenn das Ding nur um 2 Cent steigt, verdoppel ich mein Geld. Alles weg. Fuck. Investing ist kein Job, Investing ist ein Lifestyle. Ein was? Ein Lifestyle. Was? Lifestyle. Also ich habe im Falle eines Bear-Trends eine Stop-Order gesetzt, ich sehe aber auf jeden Fall eine Bull-Flag, denn das ist gerade im Bull-Market. Also für mich hört sich das eher an wie Bullshit. Super negatives Mindset. Eat, sleep, trade, repeat. Was? Eat, sleep, trade, repeat. Bist du sicher, dass man das so ausspricht? Nee. Repeat. Kaufen, 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 kaufen. Kaufen, kaufen, kaufen. Kaufen! Und dann wieder kaufen, kaufen, kaufen und halten. Und kaufen und halten. Digga, es ist wichtig, dass wir diesen reichen Wichsern, die mit Leerverkäufen an der Wall Street Millionen machen, ja? Dass wir denen eine Lektion erteilen, indem wir Millionen machen. Aber dann sind wir doch genauso. Pass ein bisschen auf dein Mindset auf jetzt. Ich habe die komplette Rente meiner Eltern in Bitcoin gesteckt. In 10 Jahren sind die Multimilliardäre, die werden sich bedanken. Trading ist harte Arbeit, du musst wirklich immer hinterher sein. 12 Uhr, Feierabend. Ja, und jetzt? Schicht im Schacht, Tür mit Ö, abonniert für Laude. Sketch ist vorbei. Wir machen das jetzt jedes Mal, es hat beim letzten Mal super funktioniert. Richtig viele Abos gescored. Und ich glaube, es klappt nochmal. Leute, kommt schon. Einmal klappt's noch. Passives Einkommen. Money. Oh Gott. Geh voll auf in der Rolle. Hilf mir. Jeremy Fragrance, hol mich da raus. Nee. Viel Spaß noch. Hallo, was ist los? Bleib hier, ich bin auch so sympathisch. Abonniert für Laude. Yo, kennt ihr eigentlich noch mein altes Video Bitcoin von heute? Da könnt ihr ein bisschen in Nostalgie schwelgen. Oder ihr seht euch ein Video von Valulis Daily zum Bitcoin All-Time-High an. Bis nächste Woche. Tschüss mit Öl.